Unter dem Motto Lebe sicher, bleib gesund wurde heuer zum 17. Mal der Klagenfurter Gesundheitspreis verliehen. Die Sieger aus 6 Kategorien stehen mit der Entgegennahme ihrer Urkunden allerdings nicht am Ende ihres Projektes, sondern am Anfang des sogenannten Dialogjahres. Ja, der Vorteil des Gesundheitspreises in der Form mit dem Dialogjahr ist, dass wir zu Beginn die Projekte finanziell unterstützen und sie dann ein ganzes Jahr begleiten und beobachten. Das hat aus unserer Sicht eine höherwertigere Nachhaltigkeit. 36 verschiedene Einreichungen zum Schlagwort Prävention machten es der Jury nicht leicht, die Gewinner zu küren. Wir haben großen Wert darauf gelegt, ob das Projekt wirklich durchführbar ist. Es wird ja auch dann begleitet. Wir haben sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und jedes Jurymitglied konnte natürlich Fragen stellen und letztlich die Bewertung, es hat jeder eine Reihung abgegeben und diese Punkte wurden dann gesammelt und pro Kategorie ausgewertet und der Punktebeste hat dann den Preis gewonnen. Insbesondere Kindergärten und Schulen kommt eine tragende Rolle bei der Sensibilisierung und Aufklärungsarbeit zu. Je früher die Prävention beginnt und auch die Sensibilisierung, desto besser wäre es. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Schulen darauf eingehen und nicht den Schülern das Gefühl geben, ihr seid eh alle gesund, ihr braucht nichts tun. Es ist egal, wie ihr euch ernährt, es ist egal, wie ihr euch bewegt, es ist egal, ob es eine psychische Gesundheit gibt. Und daher, glaube ich, haben die Schulen da wirklich einen ganz großen Faktor in der Gesundheit der Gesellschaft. Das Projekt Süßes oder Saures der Volksschule Annabichl zeigt, dass auch Erwachsene von den eingereichten Projekten etwas lernen können. Bei dem Projekt geht es darum, dass Kinder mal feststellen, wie Verkehrsteilnehmer reagieren und dann den Verkehrsteilnehmern positives Verhalten rückmelden, aber auch negatives Verhalten rückmelden. Und in der Form, dass man ihnen dann bei Fehlverhalten eine Zitrone aushändigt und bei positivem Verhalten einen Apfel überreicht. Bei den Verkehrsteilnehmern, die damit erreicht werden, bleibt es auch sehr prägend dann im Kopf, wenn sie einen Apfel kriegen, dass das was Positives war, beziehungsweise wenn man ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, dass man dann auch mit einer Zitrone bestraft worden ist. Die Projekte der Kategorie Medienkompetenz und Mobbingprävention sollen den richtigen Umgang mit den neuen Medien vermitteln. Ich muss lernen, dass alles, was im Internet erscheint, für ewig dort ist. Das heißt, ich muss auch mir überlegen, wie spreche ich andere Personen an? Gibt es verbale Gewalt im Internet oder nicht? Wie kann ich mich davor schützen? Und welche Auswirkungen hat das auch auf mich? Es gibt ja auch Beispiele, wo gezeigt wird, wie Mobbing-Jugendliche sehr schwer psychisch auch beschädigen können. Das kann ja bis zum Suizid führen. Und da zu lernen, wie ich mit diesen neuen Medien umgehe, halte ich für eine ganz zentrale Aufgabe der Ausbildung auch in den Schulen. Neben dem Klagenfurter Gesundheitspreis wurde auch der Sonderpreis des Landes Kärnten vergeben. Dieser ging an das Projekt Computerspielsucht und Internetsicherheit des Jugendforums Mozarthof.